Heute, was geht ab, Leute? Hier. Es gab schon den ganzen Morgen Berichte von einem mysteriösen Pokémon. Und zwar das hier. Das wurde irgendwie in Australien und der Gegend zuerst gesichtet. Die hatten ihren Sea Day. Und danach ist der gespawnt. Jedes Pokémon, das gespawnt ist, war dieser Typ. Und ja, was ist das für ein Pokémon? Der wurde jetzt auch bei uns gesichtet. Angeblich ist es ein neues Pokémon aus der neuesten Gen. Moment, wir können es hier mal sehen. Momentan verwandeln sich noch alle von denen in ein Ditto. Also, ich weiß nicht, ob das noch so korrekt sein soll. Und es gibt keinen neuen Dex-Eintrag, gar nichts. Das verwandeln sich einfach alle in alles in Ditto. Was an sich gar nicht so schlecht ist, weil ich brauche noch ein paar Dittos. Aber egal. So. Und das wurde vorgestern irgendwie von Quails im Code entdeckt. Und ja, auf einmal ist es heute da. Ob es ein Fehler ist oder eine Werbeaktion, darüber streiten sich noch die Leute online. Manche meinen, das ist irgendwie eine Crossover-Promo-Aktion mit den Let's Go-Spielen. Und anscheinend wurde auch Kecleon gefunden. Und auch der entwickelt sich einfach zu Ditto. Oder verwandelt sich zu Ditto. Können wir hier nochmal sehen. Moment. Das habe ich mir auch angeschaut. Also zwei neue Pokémon, die da sind, aber nicht wirklich da sind. Weil die beiden sich auch irgendwie in Ditto verwandeln. Das eine ist Kecleon aus Gen 3, das noch fehlt. Und das andere ist anscheinend eins aus Gen 8 sozusagen. Das komplett Neues. So. Sehr mysteriös. Die Leute munkeln, die Leute sind überfordert. Die wollen wissen, was da passiert. Aber noch weiß man gar nichts, Leute. Also ich habe noch keinen gesichtet, aber ich habe schon von Leuten gehört, die es auch hier bei uns gesichtet haben. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr es auch bei euch gesehen habt. Und ansonsten, viel Spaß beim Sea-Day. Mal schauen, was dort passiert. Ob wir da auch auf die treffen werden. Ich weiß nicht, aber ich gehe jetzt gleich los, nachdem ich das Video hier bearbeitet habe. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anomies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Viel Spaß beim Sea Day. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.